Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Flight Report. Wir sind in Serbien, also in Belgrad, und fliegen heute mit Air Serbia in der Business Class und der A330-200 nach New York. Zuerst wollen wir aber erstmal nochmal Souvenirs kaufen. Wir bringen immer was für unsere Freunde und Familie zu Hause mit aus den verschiedenen Ländern. Meistens sind es solche Magnetschilder für den Kühlschrank oder Schlüsselanhänger. Hast du was gefunden? Ja, ich muss schauen, was da für Ellie gut ist. Das ist nicht so einfach. Ja, also seid gespannt. Wir gehen jetzt aber erstmal in die nagelneue Air Serbia Business Class Lounge hier in Belgrad. Und zwar fliegen wir heute Business Class zum Preis von Economy. Wer das erste Video, also unseren Trip Report vom Mittwoch gesehen hat, weiß, warum wir so wenig gezahlt haben, nämlich nur 350 Euro für den One-Way-Flug von Zürich über Belgrad nach New York. Aber ich kann es gerne nochmal erzählen. Und zwar war es ein Errorfare, also eine Fehlbuchung eines Online-Travel-Agent. Und wir waren so frech und haben dieses Ticket gebucht für 350 Euro und es wurde nicht storniert. Wir können jetzt tatsächlich fliegen zu diesem Preis. Und sowas posten wir ganz gerne auf unserer Webseite. Entweder Aerofares oder richtig gute Deals. Am besten guckt ihr mal auf unserer Webseite globaltraveler.tv. Ich lasse euch mal dann die Infokarte oben einblenden. Auf das i drücken, dann kommt ihr direkt auf unsere Seite. Das ist hier die Air Serbia Lounge und die ist relativ neu, gerade vor einem Jahr eröffnet. Und gucken wir mal, was es zu essen gibt, denn wir haben noch ungefähr eine halbe Stunde Zeit, 40 Minuten bis Boarding. Wir sollen also eine Stunde vor offiziellem Abflug am Gate sein, sagte man uns gerade. Also die Freundlichkeit bei den Serben ist sehr, sehr gut. Das hatten wir gerade auf dem Trip gehört. Total freundlich war die Crew und hier auch in der Lounge. Mal sehen, wie der nächste Flug sein wird. Ich gehe davon aus, dass er ähnlich sein wird. Vielleicht kriegst du jetzt ja deine serbische Bodensuppe. Dominik möchte unbedingt serbischen Bodeneintopf essen. Nee, das stimmt nicht. Nee. Leider nicht. Geht ja auch gar nicht. Kartoffelbrei. Aber ich habe ja gar nicht so einen großen Hunger. Und es gibt eine eigene Bar. Man kann mich ja auch mit kleinen Dingen begeistern. Ich liebe Kartoffelbrei und noch mehr Hackfleischbällchen. Und beides zusammen ist ja die Krönung. Ich finde die Lounge richtig toll hier von Air Serbia. Im Toilettenbereich gibt es auch eine Dusche und wenn nicht so viel los ist wie gerade eben, ist die sogar frei und man kann reingucken und sie ist mega modern, sauber. Lustig, oder? Das ist hier die Air Serbia Business Class in der A330-200. Ist übrigens das einzige Longhaul-Flugzeug, was Air Serbia besitzt. Und damit fliegen sie nur nach New York und hat eine Bestuhlung, wie zum Beispiel auch bei Air New Zealand. Kennt ihr das noch? Wir haben das vor einiger Zeit mal geflogen, Air New Zealand. Finde ich ganz lustig. Und jetzt gibt es hier ein bisschen Serbien-Techno-Musik. Ist auch ganz cool. Ja, aber ist halt eine Herringbone-Anordnung, kann man sagen, also Fischgräten-Anordnung. Ziemlich eng war es zumindest bei Air New Zealand. Hier sieht sie ein bisschen anders aus. Gucken wir mal, wie es auf den 10-Stunden-Flug nach New York sein wird. Übrigens gibt es hier 18 Sitze. Und
könnt ihr sehen, die Sitze auf der linken Seite sind etwas separater, weil da gibt es nur eine Reihe. Auf der rechten Seite gibt es zwei Reihen. Das ist, wie gesagt, die Air Serbia Business Class hier in der ADA 30-200 in einer sogenannten Herringbone-Sitzanordnung. So könnt ihr ja sehen, Füße gehen immer nach vorne und man kann hier relativ schlecht nach draußen gucken. Also Fenster gucken ist schlecht, beziehungsweise muss man sich halt verrenken. Ich habe hier ein Fenster, werde dann noch eine Kamera anbringen. Aber wie ist das Boarding hier verlaufen? Das fand ich ein bisschen schwierig, zumindest im letzten Flug. Hier war es so, dass es richtig zwei Gates gab. Ein Gate separat nur für die Business Class und eins für die Economy. Und es war ein recht zügiges Boarding. Wenn auch wir gerade ein Problem hatten, wir mussten noch ein paar Informationen abgeben, deswegen hat das Boarding ein bisschen länger gedauert. Aber normalerweise wäre das kein Problem gewesen. Man wird hier sehr, sehr nett begrüßt an Bord. Dominik ist auch sehr zufrieden, ich auch. Also ich finde diesen Sitz bis jetzt sogar besser als der von Air New Zealand. Der ist breiter gefühlt, bequemer. Und die Kabine wirkt auch ein bisschen heller und entspannter. Ja. Man bekommt auch gleich einen Welcome Drink. Also entweder ein Wasser, Säfte oder Prosecco. Am Platz findet ihr eine Tüte mit der Decke. Ja, die finde ich cool. Ein Kissen, ziemlich bequem mit dem Air Serbia Logo. Ein paar Magazine, eine große Flasche Wasser. Die Menükarte ist ebenfalls schon da. Was es gibt, werde ich euch im Laufe des Fluges dann zeigen. Aber es ist eine relativ große Auswahl an Speisen. Und da es ja ein Tagflug ist, gibt es kein Frühstück. Was für ein Glück. Und ich habe es mir gedacht, es ist ein recht fixes Boarding hier. Wir haben 10 Minuten vor offizieller Abflugszeit, nämlich Boarding completed. I think I take the same choice like him, Mise and the chicken. I think it's exactly the same. Yes, like him. You did. You're probably best friend. Sorry? I can order on demand? Yes, you can order whenever you want. Okay, that's nice. Sehr interessant, habt ihr das gehört? Also die Auswahl ist relativ gut. Ich bin auch gespannt, wie das Essen schmecken mag. Und ich kann bestellen, wann ich möchte. Also Order on Demand, wie auch bei Etihad. Also da hat man sich wohl von Etihad inspirieren lassen. Beziehungsweise es ist ja so, dass Air Serbia zu 49% zu Etihad gehört. Und das Management ist Etihad. 5 Jahre nach der Übernahme 2015. Das müsste jetzt hier eigentlich rum sein. Aber trotzdem ist es noch so, dass hier vieles Etihad Standard ist und auch gleicht. Hoffentlich auch das Essen, denn wir sind mit Etihad sehr, sehr zufrieden und fliegen sehr gerne. Das, die Maschine kommt von Jet Airways im Übrigen, wurde von denen abgekauft oder übernommen und deswegen auch diese Konfiguration. Diese Konfiguration würdet ihr halt auch bei Jet Airways finden. Aber es gibt tatsächlich nur 8 Filme zur Auswahl und 2 davon mit deutscher Tonspur, der Rest nur Englisch oder Russisch. Das ist ein bisschen schwierig beim 10-Stunden-Flug, aber es liegt mit Sicherheit auch daran,
dass wahrscheinlich dieses Flugzeug das einzige bei Air Serie ist, was überhaupt ein Entertainment-System hat. Bei einer A319 war auch nichts drin. Ich denke, deswegen ist es auch relativ schmal gehalten. Gut, ich habe jetzt einen Film gefunden. Red Sparrow, glaube ich, heißt er. Es ist übrigens auch kein berührungsempfindlicher Monitor. Ich muss alles mit dem Controller hier links von mir steuern. Damit kann ich das Übliche auch machen, wie immer. Ich kann Licht an- und ausmachen, oben die Flight Attendants rufen. Entsprechend halt durch das Menü manövrieren, navigieren, telefonieren, wenn ich möchte. Hier kann ich ja die Kreditkarte durchziehen, aber das geht natürlich nicht. Das konnte, vielleicht, konnte man früher mal machen, aber das macht ja heutzutage auch keiner mehr. Thank you. Prosecco for you, some warm nuts, cashews and enjoy. Thank you very much. Ich drücke auf den Knopf, um den Sitz in eine gerade Liegefläche zu verwandeln. Ich muss ihn gedrückt halten. Und dann... Ja, und dann bin ich quasi hier und ich habe das Gefühl, dass dieser Sitz länger ist als viele andere Business-Class-Sitze. Die genauen Maße blende ich euch wie immer jetzt mal von der Seite ein. Aber die Liegefläche ist mega weich, also ist auch Leder hier. Weich, lang, breit genug. Habe ich es nicht so erwartet, ist auf jeden Fall besser als bei Air New Zealand. Ich bin wohl zu schwer, ich muss weiter nach vorne, um den Sitz wieder hochzufahren. Ja, und während ich jetzt hier euch den Sitz gezeigt habe, kam ein Glas Prosecco, weil Champagner wird bei Air Serbia leider nicht serviert, und eine Schale mit warmen verschiedenen Nüssen. Also darunter sind Mandeln, Cashewnüsse und Pistazien sind da drin. Also am Anfang des Videos habe ich euch ja schon erzählt, dass dieser Flug mit Air Serbia ein Aerofair war. Wir zahlen für den Flug von Zürich über Belgrad nach New York gerade mal 350 Euro. Gebucht habe ich das damals über Expedia. Die Leute, die leider über Air Serbia direkt gebucht haben, denen wurde das Ticket leider storniert. Wir haben Glück gehabt. Über Expedia hat es funktioniert. Es wurde nicht storniert. Wir können es abfliegen ohne Probleme. Und machen damit auch noch Meilen. Also wir können unseren Flug hier gut schreiben lassen bei Etihad und können dort Meilen sammeln. Da haben wir schon ein paar Meilen und demnächst werden wir mit Sicherheit mal nochmal das Etihad Apartment fliegen. Denn das kann man nämlich ganz gut von New York nach Abu Dhabi fliegen. Und wenn die Meilen nicht reichen, dann können wir unsere American Express Platinum Kreditkarte nutzen. Denn dort sammeln wir ja für jeden Einkommen und für alles mögliche wertvolle Punkte, die American Express Rewards Points. Die können wir zu verschiedenen Airline-Programmen transferieren, mitunter auch Etihad. Geht aber auch zu KLM, also SkyTeam, geht aber auch zu Payback. Payback ist, kennt ihr ja vielleicht aus unseren Videos, kann ich 1:1 zu Miles & More wieder transferieren. Also so schließt sich der Kreis, also können wir zu vielen verschiedenen Airlines unsere Punkte transferieren und somit können wir unser Meilenkonto dann halt bei Etihad in diesem Fall aufstocken. Ganz wichtig für euch. Also ihr könnt mal in unsere Travel Hacks schauen. Da erzählen wir alles über dieses Thema. Was ist ein Status? Wie kommen wir ganz schnell an Meilen? Was gibt es für Deals? Und so weiter und so fort. Alles auf unserer Webseite. Drückt das i. Dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Neben dem Controller links von mir ist auch die Steckdose untergebracht. Und auch der USB-Anschluss zum Laden meiner verschiedenen Geräte, besonders mein Handy ist schon wieder leer. Aber leider geht der USB-Anschluss nicht, er lädt mein Handy nicht und Dominik auch nicht. Das ist blöd. Und links sind die Kopfhörer in der Ablagemöglichkeit. Die Ablagemöglichkeiten sind auch nicht so schlecht, muss ich sagen, weil ich am Ende der Kabine bin, habe ich hier rechts eine ganz große Fläche, wo ich was abstellen kann. Hier, das hat aber jeder Sitz eine Ablagemöglichkeit. Links ist ein großes Compartment, wo ich diverse Dinge reintun kann. Handy, die Kopfhörer, meine Kameras. Unter dem Ottoman, wo ich meine Füße drauf tun kann,
ist auch noch Platz, aber nicht ganz so viel. Ja. Das war es. Natürlich auch noch die Overhead-Bins stehen zur Verfügung. Das sind Air Serbias Kopfhörer. Probiere ich gleich mal aus. Ich glaube nicht, dass sie Noise Cancelling sind. Sie verbinden sich zwar. Ich denke, sie sind Noise Reducing, also reduzieren die Umgebungsgeräusche, aber sie unterdrücken sie nicht komplett. Sie sind aber trotzdem bequem, finde ich ganz gut. Ah ja, ist ja gar kein berührungsempfindlicher Monitor, vergesse ich immer. Was ja nicht so einfach ist an diesem Sitz, ist der Tisch. Den Tisch, der ist hier links versteckt und den muss man rausziehen und das ist extrem schwer, denke ich. So, jetzt habe ich ihn aber raus und kann ihn entsprechend auch ein wenig verschieben und wenn ich diesen Knopf drücke, kann ich ihn auch umklappen und kann dann meinen Sitzplatz auch ohne, dass ich alles zurückpacke, verlassen. Vielleicht ist es euch aufgefallen, es wurde noch kein Melody-Kit ausgeteilt und es gibt auch keine Slipper. Das heißt, immer schön mit Schuhe auf die Toilette gehen, denn ich sehe es hier schon. Da. Die Flecken, also gefährlich. Also würde ich mir immer Slipper oder Schuhe anziehen, wenn ihr vorgeht. Und was gibt es hier? Es gibt verschiedene Amenities. Handcreme, Seife, Lufterfrischer und Desinfizierer. Gibt es ebenfalls. Außerdem übliche Tücher, Wasser und natürlich auch die Toilette. For you, sir. Thank you. I'll be back shortly. Was? Ich habe das absolut überhaupt nicht erwartet von Air Serbia. Einen so hohen Standard. Er kommt hier an, serviert alles akkurat. Das hat, alles hat seinen Platz. Von dem Besteck an bis Porzellan, Salz und Pfefferstreuer hier. Der Wahnsinn. Da gibt es frische Butter, Balsamico, Öldressing. Ich habe zu meiner Vermutung, was habe ich am Anfang ja gesagt, das liegt alles an dem Einfluss von Etihad. Man merkt schon, man achtet extrem auf eine Etikette, an eine Norm, die man halt auch bei Etikett immer wieder findet. Ach, das ist das serbische Musik. Das kennt ihr vielleicht auch noch auch von Etihad oder von vielen arabischen Airlines, also Golfstaaten. Da sind das halt die verschiedenen kleinen Tellerchen. Aber hier ist es dann eher so eine Wurstplatte mit Käse. Aber völlig in Ordnung. Lecker. Wurst und Käse. Das können sie. Wobei das Brötchen ein bisschen schlapprig ist, wie man es halt öfter leider hat. Da gibt es in Deutschland die besten Brötchen, oder? Enjoy your wine, sir. Thank you. Unglaublich. Die Serben haben es echt drauf mit Service, mit Freundlichkeit und ja, teilweise Essen. Mal sehen, wie der Aufgang ist. Hi. Yes, you can. Sir, this is for you. Grilled chicken, oh, served in green pepper sauce, mashed potato. Ja. Ich bin noch mehr geflasht als zur Vorspeise. Das ist ja unmöglich, was Air Serbia hier auftischt. Das ist das Hühnchen mit Kartoffelbrei und Möhren und rote Beete Salat, also Gemüse dazu. Sieht mega lecker aus mit einer dunklen Pfeffersoße. Bin gespannt, ob es auch so schmeckt. Fotos macht Dominik gerade, denn er hat dasselbe bestellt wie ich. Schon wieder Kartoffelbrei, ich liebe es. Mega lecker, überhaupt nicht trocken und zäh. Das Hühnchen ist perfekt, auch gewürzt, ein bisschen pfeffrig, aber so soll es ja sein. Hello. Enjoy your desserts. Zum Abschluss gibt es einen leckeren, großen Schokokuchen. Perfekter Abschluss und das Essen ging ziemlich fix, was ich auch ganz gut finde. Ich mag es gar nicht unbedingt mega lang zu essen, wobei wenn ich Zeit habe und Tagflug habe, wie jetzt hier, habe ich ja die Zeit. Ja, dann vielleicht darf ich noch ein bisschen, weil es sind ja 10 Stunden Flugzeit und dann sind wir ja abends, kommen wir
in New York an. Das heißt, da kommen wir eigentlich perfekt so in die Zeit rein. Hoffentlich zumindest. So, ihr habt es ja gesehen, der Hauptgang und das Dessert. Und wenn man nichts erwartet und so an Bord von Air Serbia geht, hier in deren einzigen A330 Langstrecken, ja, auf deren einzigen Langstreckenflug und dann sowas ja, bekommt, das ist also, ich bin schon ein bisschen geflasht, muss ich sagen. Ich hätte jetzt gedacht, okay, das kann man bei Etihad erwarten, aber dass ich das jetzt bei Air Serbia bekomme, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Vor allem auch Dine on Demand und ja, auch so schön hergerichtet alles. Wow, schreibt mal eure Meinung in den Kommentaren. Ich wäre ja genau wie Stefan bestimmt total gespannt, denn geschmeckt hat es richtig gut. Vorhin habe ich es noch erzählt, es gibt kein Amenity-Kit, gibt es tatsächlich nicht. Wenn man aber fragt, hat man vielleicht Glück und es ist noch eins da. Also ich habe eins bekommen, weil ich nicht gefragt habe, aber offensichtlich wird es nicht hier automatisch verteilt. Außerdem, die Menükarte kann ich auch leider nicht mitnehmen, ich muss für euch ein Foto machen, denn die sind abgezählt und in der Karte ist ja auch der Rückflug mit drin. Das heißt, sie brauchen diese Karte für den Rückflug, kann ich also jetzt nicht mitnehmen. So Leute, Essen ist durch. Ich bin mega satt und zufrieden und sehen wir uns wahrscheinlich erst wieder, wenn es was zu essen gibt oder in New York. Bis dann. Kleine Stärkung zwischendurch, habe ein bisschen geschlafen, schon Filme weitergeguckt und jetzt muss ich kurz mal auf Pause machen. So. Und es gibt ja neben dem normalen Dine on Demand Menü auch noch Dine Anytime Menü, was man immer jederzeit bestellen kann. Darunter was Süßes, dann das Hühnchen mit Paprika oder Cookies. Früchte, also das kann man jederzeit bestellen, das andere natürlich auch. Wahrscheinlich könnte ich mir jetzt auch noch mal ein Hauptgericht aus dem Main Course bestellen, aber muss ich jetzt gar nicht haben. Das ist ja eine große Portion. Was ich aber sagen kann, ist, dass der Service hier unglaublich gut ist. Man braucht nur mal fragen, darf ich das haben? Es wird auch sofort gebracht. Und jetzt haben wir es noch ungefähr 4,5 Stunden bis, ja genau, 4 Stunden 50 Minuten geht's. Dauert es noch bis nach New York, also können wir noch ein bisschen genießen. Hier auf meinem Platz ist eine Lautstärke von 72,7 dBA. Werden wir jetzt demnächst immer machen, um zu vergleichen, welches Flugzeug so am leisesten ist. Bin ich sehr gespannt, wie zum Beispiel die A350 sein wird oder der Dreamliner. Wie gesagt, die A330-200 von Air Serbia hat diesen Wert. So, kurz vor der Landung mein kurzes Fazit. Also ich bin wirklich fasziniert von dem, was Air Serbia hier ja präsentiert hat. Wenn man ohne Erwartungen reingeht, ich habe es vorhin schon gesagt, dann ist man ja vielleicht so ein bisschen mehr geflasht von dem, was da kommt, wenn es denn so gut ist wie hier bei Air Serbia. Also der Service war ausgezeichnet, haben viel von Etihad gelernt, glaube ich. Vermute ich jetzt einfach mal. Und auch das Essen war über die Maßen gut. Also kann ich nur empfehlen, in deren einzigen A330, bisher einzigen A330 einmal zu fliegen nach New York. Lohnt sich wirklich. Ja, und das war unser Flug hier
mit Air Serbia in der A330-200. Wie Dominik schon gesagt hat, wir haben nicht viel erwartet und haben eine extreme Überraschung erlebt. Es war richtig toll, top Essen. Weil komisch fand ich, dass es kein Amenity-Ticket gab, nur halt auf Nachfrage. Und auch keine Slipper. Aber dafür, wie gesagt, einen tollen Sitz fand ich und tolles Essen. Ich sage mal vielen Dank fürs Zuschauen. Habt ihr Fragen, habt ihr Anregungen, seid ihr schon mal mit Air Serbia geflogen? Wisst ihr jetzt, was ein Aerofail ist? Wenn nicht, guckt mal auf unsere Webseite. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Tschüss. Jetzt sind wir die Kamera gegeben. Hast du auch das Chicken bestellt? Ja. Mach ich mal ein Foto.